So. Und Nationi, danke dir. Vielen Dank für den Follow. Und auch für den Sub. Willkommen bei den Flauschefüpsen. Viel Spaß dir mit den Emotes. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und Sub-Zero, habe ich mich vorhin bei dir bedankt für die 28? Oder habe ich den nicht mitbekommen? Und hey, Sonnexer. Habe ich? Okay, dann ist gut. Ich war mir gerade nicht mehr sicher, ob ich das verplant hatte oder nicht. Und ja, ich trinke genug. Ich habe gleich fast eine 1,5 Liter Flasche Wasser schon leer. Nur während des Streams. Also ich trinke genug. Bin nur hier wegen Tim. Ach so, okay, alles klar. Okay, auf geht's. Ich war dort. Die Mongolen hatten es eingenommen. Ich habe dem ein Ende gesetzt. Dann hat der Abt eine Zuflucht gefunden. Ich erinnere mich, dass Abt Komai schon einmal vermisst wurde. Eine Fehde der älteren Mönche hatte den Tempel entzweit. Worum ging es bei dem Streit? Ich weiß es nicht mehr, aber damals schien es wichtig zu sein. Der Abt war eine Woche verschwunden. Alle waren mit der Suche beschäftigt. Was war passiert? Er hat sich vor uns versteckt. Wir stritten nicht mehr, weil wir ihn suchten. Ein kluger Anführer. Ein anderes Mal zankten sich mein Bruder und Hochi, der Heiler. Der Abt fing an, einen Stein mit sich herumzutragen und pausenlos mit ihm zu streiten. Hochi und Enjo war das so peinlich, dass sie sich versöhnten. Was hielt euer Bruder von Abt Komei? Enjo respektierte ihn wie einen Vater. Wenn die Mongolen den Abt gefangen nehmen, könnte das sogar gut für uns sein. Vielleicht könnte er sie dazu bringen, aufzugeben. Was? Ihr scheint Abt Komei langsam zu verstehen. Ist auch irgendwer wegen Content hier? So. Dachte, ich frag mal in die Runde. Ich muss ja sagen, ich mag die Quests mit Norio irgendwie, ne? Ich finde die bisher sehr interessant gemacht. Ja, Content. Klar, was? Allein der Abt hält den Kushidera-Tempel noch zusammen. Benummert, oh je. Wenn ihm etwas zustößt, werden die Mönche Kushi verlassen. Bestimmt finden wir Abt Komei dort. Immerhin 2-3, ne? Immerhin. Los jetzt, Kagel! Ah, ist das eine Quelle, die wir schon kennen? Kurz mal. Warte mal. Ach nee, das ist nur ein Baumroter. Das ist keine Quelle. Ich dachte kurz, das wäre ein heißes Bad. Ist es aber nicht. Feuer. Es kommt von dem Hof. Die armen Mönche. Sie haben noch nichts getan. Ich kann es nicht fassen. Meine Herren, ihr kommt zu spät. Was? Wo ist der Abt? Er versteckte sich in diesem Haus. Sie brannten es nieder. Das ist nicht gut. Wir müssen sicher sein. Auf der Flucht vor dem Feuer getötet. Der Abt ist nicht bei Ihnen. Seht drin nach. Er ist tot. Lebendig verbrannt. Norio. Ist das?
Der Abt. Diese Hunde lieben Feuer, oder? Das ist nicht der Abt. Nur einer seiner Anhänger. Sucht weiter. Wasserfässer. Umgekippt. Ein Strohbett. Feucht. Könnte sich der Abt gerettet haben? Er hat sich mit nassem Stroh geschützt. Und ist hinten raus. Vielleicht hat er überlebt. Schlauer Mann. Okay, oh ja, folge den Spuren. Ich weiß. Wer immer überlebt hat, ist dort lang. Dann gibt's noch Hoffnung. Wo sind die Spuren? Ich muss wieder zurück. Warum? Das irritiert mich ein bisschen. Norio rennt so vollkommen selbstbewusst neben mir her. Und ich denke, okay, dann laufe ich halt in die richtige Richtung. Tue ich aber gar nicht. Da die sind Spuren. Die sind tiefer, weiter auseinander. Er ist gerannt. Kommt her und kämpft! Alek Bocic, Zog Tschüchler! Nazel mehr Schügelut mit Hu! Hat er sich angesehen? Oh, wir hätten leise sein sollen? Da gehen die Spuren weiter. Hier hat der Mongole gekniet. Hier ist Blut. Und Dante Inferno, danke dir fürs Follow, machst du gemütlich. Ah, nur zwei schwere Pfeile. Aber Morio, schneller! Sie haben am Rand des Wasserfalls gesucht. Mehr Blut. Er ist gesprungen. Ja, dann springen wir gleich auch. Aber wurde damals hergehostet oder geradet und deswegen ist auch im Chat geblieben. Ja. So, untersuche den Wasserfall. Alles klar. Blut auf dem Felsen. Ist das eine Höhle? Oh nein. Nein. Ist er... Tut mir leid, Norio. Ohne seine Führung werden die Mönche gehen. Und der Tempel wird fallen. Die Mongolen haben gewonnen. Was ist da neben ihm? Ein Lotus-Sutra, verfasst im Blut des Abts. Seine letzte Tat. Wie ein Samurai-Totengedicht. Die Bedeutung des Sutras ist, wir können alle Buddhas sein. Vom niedrigsten Bauern zum größten Adligen. Geschrieben im letzten Atemzug.
Nicht für ihn selbst, sondern für die Hinterbliebenen. Zeigt das Sutra den Mönchen. Wenn sie die Hingabe des Abts sehen, könnten sie bleiben. Und dies ist das Sutra, das der Abt mit seinem eigenen Blut schrieb. Ein letzter Akt der Hingabe. Ein Aufruf gegen die Grausamkeit. Ein Ruf zu bleiben, nicht aufzugeben. Wir werden das Opfer des Abts ehren, Norio. Der Kushi-Tempel darf nicht fallen. Einst rettete uns Enjo, der Wächter. Jetzt haben uns sein Bruder und Fürst Sakai erneut gerettet. Gemeinsam besiegen wir die Mongolen. Da waren Norios Zweifel unbegründet, ne? Bleiben doch alle. Mein Herr! Was? Ich lese gerade Chat, Sekunde. Und Rain, schlaf schön. So, wir haben noch 3 Punkte zu vergeben. Da kommt auch nochmal davon noch die eine Stufe. Und nicht mehr unsere Okay, Entschuldigung. Verzeihung. Ich lasse euch eure Privatsphäre im Chat. Ja, komm, machen wir das mal. Norio, habt ihr mit den Mönchen gesprochen? Ihre Entschlossenheit wächst, doch sie fürchten auch die Mongolen. Sollten sie auch. Wo sind denn alle? Am Fluss. Baden. Wäsche waschen. Wer kommt denn da zum Tempel? Seht, ein Mongole mit Todeswunsch. Er ist allein. Hören wir erst, was er will. Der Geist und der Bruder des Wächters! Ich überbringe eine Nachricht. Sprich. Der Geist und die Mönche haben dem Willen des Khans getrotzt. Ergebt euch und wir verschonen diesen Ort. Weigert euch und alle werden brennen. Wir ergeben uns niemals. Dann werdet ihr sterben. Aua. Die Mönche beim Fluss, sie sind schutzlos ausgeliefert. Dann werden wir sie beschützen. Ich kann nicht. Der Buddha, das Sutra des Abts. Sind sie mehr wert als das Leben dieser Mönche? Ich schaffe das nicht allein. Jahrhunderte des Wissens liegen in diesem Tempel. Er darf nicht verbrennen. Oh Gott. Die Mönche lasst ihr brennen. Ich sterbe für diesen Tempel. Tut, was ihr tun müsst. Dann bleibt hier. Ich suche die Mönche am Fluss und bringe sie zurück. Das Ende des Leids. Es wäre halt gut gewesen, wenn man dem Typen, bevor er die Tröte pustet, ein Schwert in den Hals hätte stecken können, ne? So rein zeitlich wäre das ja möglich gewesen. Oder in die Tröte war auch okay gewesen. Ob
die überhaupt wissen, dass die Mönche unten am Fluss sind? Die Mongolen kommen! Schnell weg vom Fluss! Und findet die Hölle. Oh, warum ist Lurio jetzt doch hier? Lurio! Jagt die Mongolen zurück über den Fluss, mein Herr! Oh oh, oh oh, oh oh! Ich versuch's. Es geht nicht mehr lange. Ihr seid sicher, Freunde. Das waren viele. Das waren wirklich viele. Lurio, was tut ihr? Der Tempel ist schutzlos. Tempel kann man reparieren. Leben nicht. Wir beschützen die Mönche bei der Pagode. Ich folge euch. Ihr alle, kommt mit uns. Okay. Anandusha, guten Abend und danke dir für 15. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Könnt ihr euch nicht mal wenigstens was drüber werfen, so? Jetzt habe ich den Rudel Nackedeis hinter mir herrennen. So. Wo muss ich mit denen hin? Zum Haupttempel zurück. Okay. Komme ich hier lang? Aber ist das schlau, die zurück zum Tempel zu bringen? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich würde die ja eher hier lassen. Irgendwo versteckt im Wald. Achtung, es brennt. Ihr sollt nicht die Mönche töten. Oh, fuck. Es geht nicht mehr lange. Scheiße. Nein, 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 nein. Fürst Sakai, ich brauch euer Schwert. Hab dich. Komm schon, steh auf. Fuck.
Alter, was für ein Chaos ist denn das hier? Niederlage für die Mongolen. So schnell kommen die nicht wieder. Die Mönche vergessen nie, was ihr für sie getan habt. Nicht ich allein, Norio. Nein, doch hätte ich nicht auf euch gehört, wären viel mehr tot. Was werdet ihr jetzt tun? Ich kehre zurück in den Zedern-Tempel. Wir brauchen eure Naginata noch, um die Invasoren zu vertreiben. Die bekommt ihr. Und mein Tempel wird euch im Norden ein starker Verbündeter sein. Ich treffe euch dort. Sehen wir uns das Gelände an. Was? Warum? Was? Der Buddha. Mein Bruder wurde zum Wächter ernannt, als er diesen Tempel rettete. Hätten wir die Statue nur retten können. Die letzte Lehre der Statue. Rette, was du kannst. Doch wisse, dass alles vergänglich ist. Sonderlich schön ist sie jetzt nicht mehr. Aber ein guter Lehrmeister. Das war's mit dem Buddha. Der sieht jetzt nicht mehr so hübsch aus. Aber ich habe nicht gesehen, dass einer von den Mongolen wirklich hier reingelaufen wäre. Ein bisschen Kleber. Ja, ich weiß nicht. Die Frage ist, wie sieht es bei den Mönchen aus? Ein paar sind auf jeden Fall noch da. Ein Freund der Diebe, Bauern und ein Samurai. Das würde dem Buddha gefallen. Ey, ich habe gerade für gutes Wetter geflötet. Warum donnert's denn jetzt schon wieder? Und Baby Wilwin. Okay, damit haben wir, glaube ich, Norios Geschichte in diesem Abschnitt auch schon abgeschlossen. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt noch hier so ein bisschen Einzelquest-Geschichten, ne? Eine beglichene Schuld haben wir hier zum Beispiel noch offen. Und Fleisch und Stein. Die brauchen Kleber für ausschließlich Gewicht. Ja, das ist richtig. Da in die Richtung. Warte mal, komme ich hier durch? Ja, guck mal. Machen wir es einfach so. Schon wieder Kenji? Nee.
Es ist keine Quest von Kenji, das ist irgendeine Nebenquest, die wir von einem Bauern oder so bekommen haben. Das wird nicht Kenji sein. Also Kage, ich will ja nichts sagen, aber mit dir ist es manchmal ein bisschen umständlich, die Wege zu finden. Oh. Legium Hacinta. Dojo! Dojo! Oh oh, oh oh, überwältigende, oh nein, oh, überwältigend, überwältigend, oh Gott, das ist irgendein Special-Gedöns. Komm Kage, wir müssen eh woanders hin. Auf geht's. Was ist das denn für ein Ort? Den wir noch nicht kennen. Oh, das ist... Nee. Das ist gar nicht verzeichnet hier. Was ist das für ein Ort? Keine Ahnung. Soll ich nochmal Sellout machen? Tryers? Inwiefern? Ich habe gerade eine Einblendung von Twitch bekommen. Der Hype Train ist wieder bereit. Ja, Klingzeit ist vorbei. Dieb, ihr habt wohl die falsche Karawane angegriffen. Haltet still. Ach, er ist das. Nein, mein Herr. Ich habe diese Banditen getötet. Und ich höre erst auf, wenn der Rest ausgeweitet ist. Gehört ihr nicht dazu? Nicht aus freien Stücken. Sie zwangen mich dazu, um die Schulden meiner Familie zu begleichen. Ich arbeitete jahrelang für sie, und als ich nach Hause kam, hatten sie meine Familie ermordet. Ihnen alles gestohlen. Ich werde erst sterben, wenn ich jeden Einzelnen umgebracht habe. Sie verdienen den Tod, doch ihr schafft das nicht allein. Eure Hilfe wäre sehr willkommen. Mein Name ist Gomio. Jin Sakai, zeigt mir, wo die anderen sind. Okay. Eine beglichene Schuld. Sellout, voll 500 Subs bekommen. Oh Mann. Ich wünschte, ich hätte sie längst getötet. Wir tun es gemeinsam. Gehen wir. Wenn ihr etwas Nützliches wisst, sagt es. Natürlich. Ich kenne dieses Lager gut. Sie sind außerhalb des Hauptlagers. Späher. Wir sollten sie zuerst ausschalten. Das Gebäude, da am Wasser. Dort bewahren sie die Beute auf. Was ist da drin? Da schlafen diese Bastarde. Ist jemand da drin? Das gehört ihrem Anführer, Goro Hachi. Er ist der schlimmste von allen. Das Lager ist größer als erwartet. Diese Banditen bedrohen die ganze Präfektur. Gehen wir. Oha. Wir schaffen es. Sie werden alle sterben. Hinter euch! Was?
Er ist aber auch ein bisschen leichtsinnig. Und Sim, danke für zwei vergiftete Subs. Dankeschön. Und willkommen zurück an Hope Crossing und an Pogat. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Was ist denn mit ihm verkehrt? Auf einmal rennt er los. Sie werden alle sterben. Jetzt. Durch meine Hand. Und hat halt keine Ahnung von gar nichts. Was? Können wir das koordiniert angehen, Junge? Leise, bitte. Können wir das bitte koordiniert angehen? Oh, sag mal. Ich sitze hinter dem Bambus, ihr könnt mich gar nicht sehen. Er hat Pfeile. Verfolgt den Pfeil zurück. Muss abgehauen sein. Haltet die Augen offen. Okay. No. No. Er hat uns fast einer gesehen. Aber nur fast. Naja, jetzt hast du eins geschenkt bekommen. Ist doch auch gut. Wir müssen ihn finden. Hier ist nichts. Achtung, ein Bogenschütze! In Deckung! Noch einer? Er muss irgendwo da drüben sein. Er versteckt sich. Deckung! Oh, Entschuldigung. Ich hab, oh Gott, ich hab Pferd getötet. Deckung! Hallo? Ah. Nice. Ein Kollateralpferd. Ja, Verzeihung. Es war auch wirklich, wirklich nicht meine Absicht, dass dieses Pferd dazwischen gerät. Es war eine Verkettung. Ich warte, dass wir weitermachen. Unglücklicher Umstände, um es so zu formulieren. Da
Kettung der unglücklichen Umstände waren Pferd und Schwert. Es tut mir leid. Warte. Oh, hier sind so viele umgefallen, die haben nichts an Loot für uns übergelassen. Das ist aber schon ein bisschen traurig, ne? Fast da. Niemand hier. Wisst ihr, wo sie hin sind? Hm. Oh! Bastard! Es war mir eine Freude, deine Familie zu töten! Gorohachi, dein Kopf gehört mir! Nö, tut er nicht. War meiner. Shit. Oh, das sind aber einige. Oh, da kommt ja noch eine ganze Horde. Ja, Mann, jetzt habt ihr mal eine Sekunde Geduld, Mann. Ich hätte tot sein sollen, als ihr mich fandet. Ihr habt eure Familie gerecht, Gumio. Mit eurer Hilfe, mein Herr. Jetzt bitte ich euch um einen letzten Gefallen. Lasst meine Leiche nicht bei diesem Abschaum zurück. Versprochen. Findet Frieden, Gumio. Seppuku war das Wort, ne? Ja, es sterben sehr viele in diesem Spiel. Sehr viele.
Muss an der Abkürzung GOT liegen, dass da so viele sterben. Ja, die Ähnlichkeit ist nicht von der Hand zu weisen. Das geht leider nicht, CJ. Locker, Kage! Moment. Das ist die Richtung. Der Winter ist noch nicht da, aber der Winter naht. Ich kann euch nicht helfen. Ich brauche Informationen, keine Ausreden. Oh. Vielleicht wissen die Bauern okay, etwas. Alles klar. Masako, oder? Ein Wunder, dass die ganze Dörfer so rüsten. Ja, okay, das ist die Masako-Quest. Die machen wir später. Fürst Sakai. Ich sorge mich um sie. Ich weiß, ich auch. Masako wieder sehr sonnig. Ja, die verbreitet wieder überall so richtig gute Laune, ne? So eine richtige Mrs. Charming. Oder auch nicht schnell. Oh, Umweg schnell. Bin mir noch nicht so sicher, ob das eine schlaue Idee war, den Weg mit Kage zu bestreiten. Die Quest war das. Ich erinnere mich. Zurück! Oh, verzeiht mir. Ich hielt euch für einen von denen. Das war eine der Statuen von Meister Iso. Es reichte den Mongolen nicht, meinen Vater zu töten. Sie mussten sein Vermächtnis schänden. Ihr seid Meister Isos Sohn. Mein Beileid. Einen wie ihn wird es nie wieder geben. Das war seine beste Statue. Mit Werkzeug könnte ich sie restaurieren. Aber seine Mörder nahmen uns auch unser Haus. Ich besorge das Werkzeug. Ehren wir euren Vater, indem wir sein Werk restaurieren. Vielen Dank, mein Herr. Unser Haus liegt am Ende der Bergstraße. Und wenn ihr ihn rächen könnt... Das werde ich. Fleisch und Stein. Finde das Haus des Bildhaus. Ach, das ist hier direkt um die Ecke. Einfach die Bergstraße lang. So wie es aussieht. Oder wo? Oder wie, oder was? Nee, ich laufe. Okay, warte mal. Ich bin in der falschen Richtung unterwegs. Ich muss hier irgendwo hoch. Also ist Bergstraße das hier vorne. Meister Isos Haus. Sucht mich jemand? Das ist Samurai! Was? Oh fuck, warum war der so schnell? Sonst täuscht ihr doch immer erstmal einmal an. Ja!
Rette den Bildhauer. Oh, 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 da ist noch jemand dabei. Okay, verstehe. Warte, der lebt noch? Ich dachte, der wäre tot. So, erstmal dafür sorgen, dass hier keiner auf die Idee kommt, uns hinterher zu krabbeln. Na, lass dir schmecken, kleiner Drache. Muss auch noch überlegen, was ich gleich esse. Ich tendiere dazu, mir noch schnell was zu bestellen gleich. Jemand benutzt das Werkzeug des Meisters. Meister Iso. Wer seid ihr? Er lebt. Was wollt ihr? Meister Iso, ihr lebt. Euer Sohn denkt, die Mongolen hätten euch getötet. Ach, armer Junge. Ich bringe euch zu ihm. Nein. Ich lebe noch, weil ein Mongolen-General meine Arbeit bewundert. Die Mongolen verstümmeln eure Skulpturen. Zerstören euer Vermächtnis. Ich soll für Kublai Khan persönlich ein Meisterwerk erschaffen. Ich kann nicht ablehnen. Nehmt euer Werkzeug. Wir gehen. Welche meiner Statuen ist beschädigt? Der Bosatsu die Straße hinunter. Ihn schuf ich zur Geburt meines Sohnes. Nicht meine beste Arbeit. Er sieht das anders. Mamoru ist ein guter Sohn. Doch er hatte noch nie ein Auge für die Kunst. Warum denkt ihr, dass eine Statue für Kublai Khan wichtiger ist als eure Familie oder euer Volk? Familie und Nationen schwinden und sterben. Doch die zarten Kurven von Kanons Fingern, die trotzige Haltung eines Steinkriegers mitten im Schlag, sie sind ewig. Wir können Familie und Kunst vereinbaren. Ein Samurai dient nur einem Herrn. Dasselbe gilt für einen Künstler. Das ist eine traurige Weltanschauung. Die Welt ist ein trauriger Ort. Ich liebe meinen Sohn. Doch ich diene meiner Kunst. Hier lang. Er ist so ein richtiger Künstler, ne? Also auch was so seine Vorstellung davon geht, was sich lohnt, wofür es sich lohnt zu leben und zu arbeiten und so. Komm, Marcel hat schon wird Essen bestellt. Nee, ich habe tatsächlich heute den ganzen Tag schon überlegt, heute Abend zu bestellen, weil ich nichts mehr da habe. Ich muss ja morgen einkaufen. Mein Kühlschrank ist leer. Das Einzige, was ich noch da hätte, wäre Nudeln mit Pesto. Aber ich glaube, ich habe keine Lust auf Nudeln. Ich sehe bald aus wie so eine Nudel, so oft wie ich Nudeln esse. Runter. Keinen Laut. Mein Sohn. Checkt eure Pfeffer. Leise. Leise. Okay, erstmal herausfordern. Ups. Scheiße. Nein, nein. Steh auf, Mann. Ja, komm her. Ach, mein Junge. Lieber Mamoru. Er starb für euer Vermächtnis. Ich würde es gegen sein Leben tauschen. Ihr könnt nur sein Andenken ehren. Der Mann sein, für den er euch hielt. Es tut mir leid, mein Sohn. Und so schnell kann sich die Ansicht ändern. Man merkt immer erst, was man hat, ne? Und so. Und Tinok, hello. Na, es gibt schon Reis und Reis. Das ist, richtig. Und Hochlandjäger, danke dir fürs Follow, machst du gemütlich. Nee, es gibt, definitiv, Reis und Reis. Ich wollte auch mal andere Sorten ausprobieren als die normalen. Und Ahmed, Baika, dir danke fürs Follow.
Okay, damit hätten wir auch die Nebenquests, bis auf dieses eine hier. Eine letzte Bitte. Nachdem ich heute kennenlernen durfte, dass Leberwurst-Marmelade zusammen einfach pervers geil schmeckt, stelle ich nichts mehr in Frage. Ach, das haben wir doch schon mal leer geräumt. Das hat aber irgendwie beim letzten Mal nicht gezählt, ne? Das war das. Ja, dann müssen wir das jetzt nochmal leer räumen. Und hey, Twain. Aber ja, so herzhafte Sachen mit süßen Sachen schmecken gut. Leberwurst schmeckt auch total geil auf Rosinenplatz. Ronin schlachten diese Menschen ab. Kommt her und kämpft! Ja! Fuck. Mann, ich hab's mit dem Timing manchmal nicht so. Könnte sein, dass es jetzt... Ja, in die Hose geht. Okay, ging in die Hose. Müssen wir nochmal. Ja, oder es gibt ja auch Leberpastete, die dann halt gerne mit so mit süßen Früchten irgendwie ummantelt ist. Oder mit einem Gelee aus süßen Ronin Früchten. Das gibt's ja auch. Menschen ab. Also ich weiß, in Frankreich zum Beispiel gibt es immer so Wildschweinpastete mit... ist dann mit Pflaumen oder so dann teilweise. Quasi ummantelten. Das ist schon... Alter, das sind aber echt viele. Wie so ein kleines Wespennest. Was? Was? Shit, die haben mich halt echt alle gesehen. Oder? Nee. Glück gehabt. Schokolade mit Hagelsalz. Ja, oder auch Schokolade mit Chili oder so. Auch geil. Ah, okay, Pogat, verstehe. Ja, den Reiskocher da, von denen habe ich auch schon ein bisschen länger im Auge. Ich hatte da, da gibt es so ein Modell für, ich glaube, 140 oder 150 Euro. Da überlege ich auch schon, beziehungsweise spare. Weil sich das für mich, glaube ich, auch lohnen würde. Oh shit, der ist nicht down. Der ist immer noch nicht down. Meine Güte. Hier ist jemand. Ausschalten das Wasser, Samurai. Schlitzt ihn auf. Der steht noch. Ich glaub's nicht. Du entkommst mir nicht. Du bist nur ein Samurai. Nur er sein. Der kann hier durch. Achtung. Bitte noch hier. Ich schnappe ihn. So leicht entkommt er nicht. Er ist nah. Vielleicht gibt es im Gasthaus Überlebende. Meine Güte. Ey, weißt du, weil beim letzten Mal haben wir das komplette Gebäude schon mal leer geräumt. Oh, da lief das viel besser.
Die Ronin sind stärker geworden. Die Gegner skalieren auf jeden Fall mit von der Schwierigkeit. Also die bleiben nicht so wie am Anfang. Hallo? Hier. Spart eure Kraft. Mein Herr, helft mir. Wieso greifen die Ronin euch an? Ich weiß nicht. Sie zwangen die hiesigen Männer, mit ihnen zu kommen. Sie haben meinen Mann, oder? Wisst ihr, wohin sie ging? Sie sprachen davon, zu einer Schlucht im Norden zu gehen. Bitte, rettet Oda. Nein. Schon wieder tot. Sie meint sicher die hohle Schlucht. Die betreiben dort Schmuggel und Sklavenhandel. Nee, Chester kann man nicht. Den kleinen davon, den gibt's halt in bunten Farben, die ganz cool sind. Aber ich möchte den großen haben, den gibt's halt nur in schwarz oder weiß. Aber in weiß sieht der schon schick aus. Aber so individuell gestalten, gibt es leider nicht dafür. Ach, das ist aber noch hier. Okay, guck mal. Die Fortsetzung ist tatsächlich noch hier im Gebiet. Als ihr sagt, im Norden bin ich eigentlich fast davon ausgegangen, dass das hier oben dann irgendwo ist. Rettest du Oda, Isa, oder nicht? Ja, doch, ich glaube, ich rette Oda schon. Oder? Hierher! Sehr gut, Kage. Nee, das war alles gut. Das war ja auch keine Werbung. Wir haben uns ja über das Thema unterhalten. Und wir haben uns über das Thema auch letztens schon mal unterhalten. Das ist ja eigentlich keine Werbung. Alles gut. Ich bin bald da. Ich hätte nicht über Essen reden sollen, das fängt mein Magen an zu knurren. Damn it. Da ist weißes Gestrüpp. Was ist da drüben noch? Unglücklich mit den Deckungsmöglichkeiten hier. Gibt er jetzt schon um durch den Stich oder eher nicht so? Scheiße. Scheiße. Jetzt habe ich sie doch wieder alle am Arsch. Mm.
Katharina, hello. Achtung, ein Bogenschütze! Was bestellst du jetzt? Mach mal ein bisschen Fenster. Ich glaube, ich bestelle mir einfach einen Wrap und Chicken Nuggets oder sowas. Service. Der ist noch nicht down. Ist halt auch eher kacke, ne? Wenn du gerade einfach nur trainierst und auf einmal trifft dich so ein Feuerfall. Die Jagd ist vorbei. Er gehört uns. Hey Dex. Kacke oder Kage? Nee, schon eher das mit Zika. Das war unglaublich, mein Herr. Kommt ihr aus dem Gasthaus? Nein, mein Herr. Sie kamen hier vorbei, gingen aber nach Osten. Wisst ihr wohin? Sie erwähnten Klippen nahe dem Fluss. Den Ort kenne ich. Nehmt euch Vorräte und bringt euch in Sicherheit. Aber nehmt euch nicht meine Vorräte. Und Jexa, hey, guten Abend. Genau auf einen unbekannten Ort zu. Das wird wohl der Fuchsbau sein. Yes. Hi. Danke für die Follows, dankeschön. So, dann haben wir jetzt nur noch hier die unentdeckten Geschichten, aber das machen wir nicht mehr heute, das wird sonst zu spät. Aus dem Knot meinen Magen wie Hulle. Ich muss erst essen. Ich werde jetzt schnell was bestellen noch. Feierabend, ich muss doch morgen so früh aufstehen. Wenn ich jetzt morgen normale oder Spätschicht hätte, dann würde ich sagen, wir machen noch. Ich bestelle mir jetzt was, wir machen noch weiter, aber sind wir jetzt bei 500 Subs? Das kann ich dir jetzt gerade noch nicht sagen, warte. Nee, sind wir nicht. Sind wir nicht. Da fehlen noch welche.